Sind diese Tage die wichtigsten? Sind es die Tage, an denen wirklich etwas passiert? Sind es die einzigen Tage, die einen Sinn haben und mehr pro Jahr werden es nicht sein? Ich machte keinen Unterschied zwischen KZ, Gedenkstätte und Stadt. Ich dachte, die ganze Welt sieht, dass ich nach Mauthausen fahre. Dabei gab es hier niemanden, der mich hätte sehen können. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, warum vielleicht, Esther, warum hast du das Buch nach dieser Erzählung benannt? Was macht diese Erzählung für dich so besonders, dass du ihr dieses Buch gewidmet hast? Dieser Titel war von Anfang an, als ich diese Geschichte aufgeschrieben habe. Also ich habe die nicht erdichtet. Im Sommer 1941 hatten sie eine Großmutter zu Hause gelassen, weil sie sehr alt war. Als sie Anzeigen gelesen hat, dass alle Juden sich irgendwo versammeln sollen, hat sie versucht runterzukommen und vielleicht hatten die Nachbarn ihr geholfen und sie wurde da direkt auf der Straße Litoranska erschossen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, so, Hilfe, wie hieß sie? Und mein Vater hat gesagt, кажется, Esther. Also vielleicht Esther. Also was mache ich in diesem Moment? Also darf ich sagen, sie hieß Esther? Die graue, scharfe Wand der Gedenkstätte steht quer zur Straße, als wolle sie die Landschaft durchschneiden. Ich spüre diesen Schnitt an meinen Hals. Ein Phantomschmerz. Ich kann nicht schlucken. War dir bewusst, dass du ein Buch schreiben würdest? Und wie war dieser Prozess? Also irgendwann habe ich verstanden, dass ich aufschreiben oder aufnehmen muss, was meine Eltern erzählen. Und eigentlich ist es auch dieses Gefühl, dass wir, diese sogenannte Osteuropäer, nicht konvertierbar sind. Nicht in unseren Emotionen, nicht mit unseren Geschichten. Das war ein Versuch, die deutsche Sprache für mich unschuldig zu machen. Ja? Aber sei ihnen doch nicht böse. Seit dem Krieg sind 1000 Jahre vergangen. Welcher Krieg denn? Sie sind nicht schuld, dass dieser Krieg dein Ursprung ist, deine Geschichte, deine Antike. Und du fährst von hier nach dort und bezahlst dafür nur mit 5 bis 6 Tagen diesen Rest des Kreises. Und gäbe es keinen Krieg, hättest du keine Geschichte. Warum ist dieses Lesen Literatur Ihnen so wichtig? Das ist die einzige freie Zugehörigkeit, die wir uns geben können. Und das ist schwer sich vorzustellen. Wir konnten nicht reisen, natürlich in der Sowjetunion. Das bedeutet, die ganze Welt kam durch Film und durch das Buch. Und ich weiß bis jetzt nicht, ob die Welt real ist. Also die Bücher sind real, aber ob die Welt real ist, das ist eine große Frage. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, nein? Gibt es Geschenke? Vielleicht das. Ja, den Abend hiermit abschließen und mich nochmal herzlich bedanken.